Herzlich willkommen zur Statistik Grundlagen Kapitel 16.7 Mehrfaktorielle Varianzanalyse. In diesem Video interpretieren wir die F-Werte. Also nochmal zur Wiederholung, was haben wir für ein Beispiel? Wir haben zwei Faktoren, das Burger-Label und das Geschlecht und dementsprechend auch einen Interaktionseffekt, den wir uns jetzt anschauen werden. Als Ergebnis der ANOVA, das haben wir im letzten Video schon besprochen, haben wir folgendes Ergebnis. Wir haben die Quadratsumme für das gesamte Modell, die Burgerart und Geschlecht, die zwei Haupteffekte und den Interaktionseffekt. Und für alle vier Werte haben wir F-Werte, die wir jetzt interpretieren wollen. Das ist diese Spalte hier. Der erste F-Wert ist 28,54. Das ist der F-Wert für das Gesamtmodell. Sie sehen, daneben habe ich Ihnen schon die Signifikanz. Sie kriegen sie automatisch raus in einem Statistikprogramm wie SPSS oder R. Wenn Sie die aber nicht haben, können Sie das auch von Hand machen. Wie würden Sie das machen? Nun, Sie würden sich diesen F-Wert anschauen, 28,54, müssen jetzt in einer Tabelle diesen empirischen F-Wert mit einem kritischen F-Wert vergleichen. Dafür brauchen Sie Zähler- und Nennerfreiheitsgrade. Nochmal zur Erinnerung, wie werden die berechnet? Zählerfreiheitsgrade P-1, Nennerfreiheitsgrade N-P, wäre in diesem Fall P-1, also 8-1 gleich 7, wären die Zählerfreiheitsgrade und die Nennerfreiheitsgrade, die sind immer gleich. Die sind die Anzahl der Teilnehmer minus die Anzahl der Kategorien, in dem Fall 392. So, jetzt brauchen Sie eine lange Tabelle. Wenn Sie Glück haben, finden Sie die in einem Statistikbuch. Je nachdem, wie umfangreich das ist, haben die im Anhang eine längere oder kürzere F-Werte-Tabelle, wo Sie auf jeden Fall die Zählerfreiheitsgrade finden, nämlich die 7. Was Sie wahrscheinlich nicht finden werden, sind die Nennerfreiheitsgrade, weil ich habe Ihnen schon Punkt, 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 aber meine Tabelle hier, wie Sie sehen, hört bei 200 auf. Und dann geht es mit unendlich weiter. Das heißt, wir nehmen als Näherungswert einfach den Unendlichwert, der ist dann der genaueste, den wir finden können. Und müssen uns jetzt noch für ein Signifikanzniveau entscheiden. Ich würde sagen, wir nehmen das gängigste, nämlich 0,95 und haben dementsprechend hier einen Wert von 2,01. Das ist unser kritischer F-Wert. Nochmal zur Erinnerung, wie sieht die F-Verteilung aus? Ich kann Ihnen die hier nochmal schnell aufzeichnen. Die F-Verteilung ist eine Verteilung, die durch das Quadrieren keine negativen Werte hat. Ja, die fängt also hier an und nähert sich asymptotisch der Normalverteilung, deswegen ist dieses unendlich auch in Ordnung, weil sich da irgendwann nichts mehr ändert. Und Sie haben dementsprechend auch nur auf einer Seite den Ablehnbereich mit den 5%, wenn wir das so gewählt haben. Und die Tabelle sagt uns jetzt für unsere, also das ist die F-Verteilung mit 7 Nenner und 392 Zähler und 392 Nennerfreiheitsgrade. Und da sagt uns die F-Verteilung, dass der kritische F-Wert F-Krit, schreibe ich mal hin, 2,01 ist. So, und jetzt die Frage, liegen wir im Ablehnbereich der H0, das ist der rote Bereich? Ja, da liegen wir deutlich drin. Nochmal zur Erinnerung, was haben wir für ein F-Wert für das Gesamtmodell? 28,54, das heißt, da sind wir ganz weit hier drüben, ganz klar im Ablehnbereich der H0, die können wir ablehnen. Ja, was ist eigentlich die H0 für das Gesamtmodell? Das haben wir jetzt nicht besprochen, wir haben bisher nur die Hypothesen für die drei Effekte besprochen. Für das Gesamtmodell ist die H0, dass es gar keine Unterschiede gibt, nämlich weder zwischen den Geschlechtern noch zwischen den Bürgerarten noch in irgendeiner Form eine Interaktion. Und die Wahrscheinlichkeit dafür, dass es überhaupt keine Unterschiede gibt, weder zwischen Geschlechter noch zwischen Bürgertypen noch irgendeine Interaktion, die ist sehr gering. Ja, das sagt uns jetzt sowohl der F-Wert als auch hier die abgedruckte Signifikanz, die ich daraus errechnen kann. Und deswegen können wir die H0 ablehnen und können sagen, ja, es gibt wohl irgendeinen Unterschied. Mehr können wir jetzt aus der ersten Zeile noch nicht rauslesen. Wir wissen jetzt nur, es gibt einen Unterschied. Entweder macht das Geschlecht einen Unterschied auf die Zahlungsbereitschaft oder das Burger-Label oder es gibt eine Interaktion. Was von den drei wissen wir jetzt nach der ersten Zeile noch nicht. Dafür müssen wir jetzt in die nächsten drei Zeilen einsteigen. Die nächste Zeile ist der Haupteffekt Burger. Der hat einen F-Wert von 54,15. Auch den kann ich wieder in der Tabelle nachschlagen. Da muss ich jetzt nur aufpassen. Wieder Zählerfreiheitsgrade, Nennerfreiheitsgrade. Jetzt habe ich Zählerfreiheitsgrade 3. Nennerfreiheitsgrade bleiben 392. Das heißt, ich schaue in die Spalte 3, muss wieder näherungsweise auf den Unendlichwert gehen und finde da den kritischen F-Wert von 2,6. Und Sie sehen, da bin ich weit drüber. Und deswegen auch hier die Signifikanz von 0,000. Das heißt, auch hier habe ich einen signifikanten, in dem Fall Haupteffekt. Was heißt das nun? Das heißt, dass es Unterschiede gibt in der Zahlungsbereitschaft zwischen diesen vier Burgerarten. Ich weiß noch nicht, wo die liegen, also ob die zwischen Bio und Demeter oder regionalem Bio oder so liegen.
Das sagt mir die ANOVA leider nicht, das haben wir bei der einfaktuellen schon besprochen. Aber ich kann jetzt sagen, ich habe einen signifikanten Haupteffekt. Dementsprechend kann ich sagen, das Bio-Label macht einen Unterschied auf die Zahlungs- oder hat einen Unterschied zufolge für die Zahlungsbereitschaft. Dann schaue ich in die nächste Zeile. Das Geschlecht hat einen F-Wert von 3,74. Da lohnt es sich mal wieder in die F-Wert-Tabelle reinzuschauen, nämlich bei einem Zähler Freiheitsgrad und wieder 392 Nennerfreiheitsgraden. Das heißt, ich nehme wieder meinen Näherungswert unendlich und habe hier einen kritischen F-Wert, das ist jetzt relevant, von 3,84. Das heißt, ich kann hier mal meine Grafik entsprechend anpassen, damit wir das aktuell haben. Mit einem und 392 für das Geschlecht habe ich einen kritischen F-Wert von 3,84. Und jetzt habe ich einen empirischen F-Wert. Sie sehen es hier oben nochmal zur Erinnerung, in der dritten Zeile von oben bei Geschlecht, Haupteffekt von 3,74. Das heißt, ich bin nicht, und das ist das Entscheidende hier, ich bin nicht im Ablehnbereich der A0, 3,74 ist ungefähr hier, knapp vor der Grenze. Dementsprechend sehen Sie auch, das Signifikanzniveau ist knapp über 5. Das heißt, ich kann die H0 nicht ablehnen, ich habe keinen signifikanten Haupteffekt Geschlecht. Im Umkehrschluss kann ich also nicht sagen, dass es einen Unterschied gibt in der Zahlungsbereitschaft für meine Bürger, also über alle Bürgertypen gemittelt, zwischen den zwei Geschlechtern, Männer und Frauen. Und jetzt interpretiere ich den Interaktionseffekt, das heißt hier diese vierte Zeile, die 11,19. Da sehen wir schon, und jetzt muss ich natürlich wieder in der Spalte 3 Zähler 392 Nennerfreiheitsgrade schauen, aber Sie sehen schon, das haben wir jetzt auch schon gespürt dafür, die 11,19, die ist definitiv im Ablehnbereich, sieht man auch wieder an der Signifikanz hier von 0,000. Das heißt, ich habe einen signifikanten Interaktionseffekt. Nochmal zur Erinnerung, was waren die Hypothesen, haben wir schon besprochen, für den Interaktionseffekt, die waren die H0, dass diese beiden Faktoren unabhängig sind. Und dieser signifikante Interaktionseffekt führt nun dazu, dass ich die H0 ablehnen kann. Das heißt, ich kann sagen, diese beiden Faktoren sind nicht unabhängig voneinander. Das heißt, es gibt einen Unterschied in der Zahlungsbereitschaft für verschiedene Bürgerarten abhängig vom Geschlecht oder andersrum. Das Geschlecht unterscheidet sich im Hinblick auf die Zahlungsbereitschaft für verschiedene Bürgerarten. Und wie dieser Interaktionseffekt jetzt aussieht, das ist natürlich eine spannende Frage, die ich jetzt hier noch nicht klären kann. Dafür muss ich jetzt sogenannte Post-hoc-Analysen machen, die wir gleich im nächsten Schritt machen.